So, hallo. Isaac and his mother. Wir machen weiter bei Isaac. Isaac Repentance. Der letzte Part war jetzt eine Zusammenfassung der drei letzten Fail Parts, könnte man sagen, ne? Mit Keeper. Und jetzt mein Versuch, einen erfolgreichen One aufzunehmen mit Keeper. Vielleicht ist das jetzt ja mal Part 100. Aber ich will eigentlich, also das, was die letzten Parts waren, ich will halt nicht, dass das irgendwie, ich weiß nicht. Das fühlt sich als Part 100 so falsch an. Deswegen, wenn es jetzt kacke ist, ist das einfach Part 99,1 oder so. F the system. So. Und nicht anders. Und wir starten direkt bei einem Itemraum. Das ist doch schon mal eine gute. Wieso kann ich nicht aus dem Pause-Menü raus? Hallo? 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 Ich kann auch nicht rauf und runter. Hallo? Ah, jetzt. Ah! Ich glaube, das Spiel hang einfach etwas. Oh ja, das ist natürlich ein fantastisches Ei. Okay. Wir gucken mal, ob Münzen rumliegen und dann gucken wir mal, ob wir einen Dingsroom finden und so weiter, ne? Ich spiele erstmal. Ich würde sagen, wenn mir der Boss zum Beispiel ein HP abgibt, ist das ja schon mal die halbe Miete. Oha. Man könnte meinen, wir sind hier ganz alleine. So, bisher ist hier einfach nichts passiert effektiv. Oh, wait a moment, ich kann doch... Na, aber ich kann mit dem Stump theoretisch... Oha. Wie mache ich denn das jetzt, ohne das zu sprengen? Und was nehme ich dann? Nehme ich dann die... Ja, ich habe da gerade ein bisschen Bedenken. Kann ich das jetzt schon schieben? Okay, ich kann es jetzt schon schieben. Ich darf nur nicht versehentlich schießen dabei. Ich wollte schon sagen, wir schieben es mal so, falls da der Geheimraum ist, dass wir den gleich mitnehmen. Ich würde aber jetzt gerne Münzen... Oh, Mensch. Justice, Münze. Perfekt. Habe ich doch direkt mein Geld wieder. So, ja, also eine Zeit lang ist der Stomp ganz interessant. Das Problem ist halt beim Stomp, er macht, glaube ich, keinen Kontaktschaden. Ich glaube, das macht er nicht. Okay, wir testen... Alle Münzen durch. Let's go. Ich gehe mal hier hin, falls es Explosive Diarrhea ist, dass ich da Dings. Okay, das war's schon mal nicht. Ich gehe mal hier hin, falls es Explosive. Ihr wisst Bescheid. Das war's auch nicht. Aber Puberty ist auch okay. Dreimal Puberty ist ein HP ab. HP ab! Nice! In before HP down. Range up, okay. Bitte kein HP down. Ich nehme alles, aber kein HP down. Nehme ich auch. Tears up ist vor allem sehr gut für Keepy. Keeper. Nicht Keepy. Ist kein Keepy. So. Ah, ja, hier war keine Münze mehr. Ich bin jetzt am Denken. Ja, hier wird der andere Geheimraum sein. Jo. Münzen! Soll ich einmal... Ich meine, wir haben drei. Mache ich weg und hoffe, dass Münzen rauskommen. Ja, dann nicht. Dann nicht. Okay. Ich hätte halt gern volle Energie für den Boss, dass wir hier auf jeden Fall jetzt schön weiterkommen. Ja, jetzt muss ich so kämpfen. Mehr Münzen kriegen wir nicht. Ich könnte natürlich jetzt die Donation-Maschine noch malträtieren, aber das wiederum ist dann auch irgendwo Quatsch. Sind wir mal ehrlich, das ist dann irgendwo wieder Quatsch. Wird schon schief gehen. Oh! Nein, 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 nein. Mach nicht diesen.
Mach nicht diesen mit mir. Kann ich? Nee, ich mache ihm keinen Schaden, das ist das Problem. Ich mache ihm einfach keinen Schaden, das ist das Problem. Nein! Oh. Schade. Schade. Okay, keine Ahnung, was das ist. Wir nehmen es mal mit. Ein Spacebar-Item, was sich immer wieder auflädt. Interessant. Okay, was tut es? Vielleicht muss ich es einsetzen, wenn Gegner in der Nähe sind. Wäre denkbar. Aha. Mache ich dem Schaden oder was passiert? Also was passiert da? Wir lassen es mal aufladen. Lol. Okay. Okay, also mache ich einfach konstant Schaden in dem Raum, wenn ich das einsetze. Oder würde das, wenn ich jetzt rote Herzen hätte, mich vielleicht auch noch auffüllen? Weil es wie so ein Strohhalm halt ist, so als würde ich das Blut raussaugen. Ich gucke mir jetzt mal an, was der macht. Also Straw. Sharp Straw. When used, will deal damage to all enemies. Ah, Damage ist mit dem Tier-Damage plus 10% von der Energie des Gegners. Hat eine 15%ige Chance, halbe rote Herzen zu droppen. Aha. Okay. 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 Kann man ja erstmal mitnehmen. Hatten wir vor allem noch nicht. Ist somit ganz interessant. Oha, diese Bombe. Diese Bombe. Die ist nice. Aber da kommen wir jetzt nicht ran. Aber da kommen wir jetzt leider nicht ran. Ärgerlich. Ja, aber er macht einfach Schaden. Oh. Oh. Oh, jetzt, bedeutet das, wenn wir hier Sachen sprengen, dass er theoretisch Dinge rauskommen könnte? Oh boy! Das Gute ist mit dem Lucky Rock, na, da kommt man, wenn man jetzt Steine sprengen kann, sollten wir irgendwas bekommen, womit man gut Steine sprengen kann, schnell, so und effektiv, kommen wir recht oft an Münzen ran. Das wäre eine ganz gute Voraussetzung für sehr häufige Sacrifice-Rooms. Also ganz gutes Trinket an sich für den Start. Yo! Ach so, das gibt mir keine Bomben. Das war ja, das ist ja, ja, das ist ja das hier. Aber fühlt sich dann doch auch wieder jetzt nützlicher an, weil wir damit zum Beispiel an so Sachen hier rankommen. Und Geld bekommen. Und Geld bekommen. Ich wollte gerade sagen. Danke. Gut. Ja, dann haben wir hier alles gesehen. Dann können wir auch weiter. Weiterziehen. Die Karawane zieht weiter. Wir kaufen hier nichts. Aber will ich jetzt das Bomben... Na doch, doch. Ich würde die tragbare Bombe schon erstmal mitnehmen. Die ist mir dann doch mehr wert als der Strohhalm. Würde ich jetzt mal Salöchen. Wow, das war knapp. Das war böse knapp. Nein, Mann, ich... Ah, boah. Wie oft willst du in Basement 1 sterben mit Keeper? Conan, ja. Es ist doch unfassbar. Oha. Static Tears. Oh. Das sieht auch sehr interessant aus. Können wir das jetzt mal behalten?
Aber das juckt dir nicht wirklich, wenn es nur dran vorbeizieht. Aber das ist auf jeden Fall das, was wir freigeschaltet haben, als wir mehrere Technology-Items hatten. Das haben wir also jetzt erst bekommen, kürzlich! Alles unter Kontrolle, alles gut. Also scheinbar sind einfach die Tränen dann mit Elektrokram verbunden oder so. Okay, ich lese mal kurz, was es noch so kann, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Technology Zero. Dein Afterbirth Plus Item. Connected together by beams of electricity, haben wir gemerkt. Ja, ja, ja. Ach so, okay. Also es ist genau das, was wir sehen. Keine zusätzliche Fähigkeit oder sonst irgendwas. Gut. Ah, ich traue schon wieder den beiden Runs von gerade hinterher. Ich hätte gerne da weiter probiert. Mann, immer ärgerlich. Es ist immer ärgerlich. Aber auch das ist jetzt eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Halt, den lassen wir erstmal leashen. Das ist halt das Problem, wenn man nur zwei Herzen hat. Es geht so schnell. Ja, und gegen den... Ja, komm, ich sag gut, ich spreng ja schon. Aber ich hätte vor allem gern mein Trinket wieder, das ist das Ding. Ich hätte vor allem gern mein Trinket wieder, den... Der Lucky Rock hätte halt echt cool passen können. Hätte er halt echt. Hat er leider nicht. Wir brauchen halt dringend ein Tears-Up. Ja, für Keeper braucht man auf jeden Fall ein Tears-Up. Hatten wir ja vorhin. Wir hatten ja vorhin in der Pille ein Tears-Up. Es ist so ärgerlich. Ich meine, wir hatten dann nur den Stump. Der Stump war jetzt auch nicht so das geilste Item. Da ist das hier fast schon bisher die beste Ausgangslage, würde ich fast sagen. Um einfach alles gut zu reden. So. Okay, Geheimraum. Möglich. Möglich. Oh Gott. Möglich. Schade. Ah, dann zu der... Ach, dann zu der Seite. Ja. Dann zu der Seite auf. Ach, verdammte Mist. Ja, Nee, oben war doch zu... Oder war... Nee, da war nicht zu. Oben war nicht zu. Ja, was willst du machen? Ach, komm schon. Das war doch jetzt kompletter Mist hier wieder. Na gut, Bombe verschwendet. Zu wenig. Wobei, ich weiß, es ist nicht nachgedacht. Es hätte halt beides. Nee, hier eigentlich auch. Nee. Hier ist der trotzdem nicht. Nee. Dann ist der ganz woanders. Dann ist der doof. Dann ist der Geheimraum doof gesetzt. So. Dann ist der doof gesetzt. Wenn der gleich wieder richtig abgeht, wird's... verdammte Mist! Dies war nicht gut jetzt. Wow. Zum Glück sind die nicht Instant-Schaden. Ja, jetzt geht er ab nämlich. Aber jetzt springt er sich... Ja, danke. Oh mein Gott, er springt sich einfach selbst. Ah, Range-Up ist da. Brauche ich nicht unbedingt, aber ist natürlich okay. HP-Up wäre besser gewesen. Jetzt erstmal die Münze holen, ohne in den Stein zu laufen. Und dann haben wir zumindest für die nächste Ebene, zumindest dafür was am Start. Den Schlüssel. Okay.
Dafür ist das Range-Up natürlich schon sinnvoll. So. Okay. Nun denn, folgendes. Wir gehen nach rechts. Drücken wir Schalter? Wir drücken Schalter. Nein, die wollte ich liegen lassen. Jo, nö. Ist jetzt ungünstig. In den Raum nochmal gehen ist jetzt gerade erst ungünstig. Mache ich erst, wenn ich noch eine Münze habe. Aber ich muss... Oh nein. Wenn ich jetzt keine Münze kriege, habe ich den Treffer sicher. Ja, Schande. Kann ich schnell genug ausweichen, ist die Frage. Die kommt immer näher, ne? Ah, aber wenn die so nah dran ist, vielleicht kann ich dann. Ja! Perfekt. Oh. Schade. Nichts Brauchbares. Drei Knöpfe, nur Müll. Aber die Bombe haben wir schön ausgetrickst. So, was haben wir jetzt hier? Ja, okay. Problem ist, man muss getroffen werden, dass der aktiv wird. Und das ist ja eher nicht, was wir wollen. Keine Münze. Ach, was ist denn das heute wieder? So, wenn ich hier sprenge, müsste ich doch Glück haben und der sprengt den da oben mit, oder? Überhaupt kein Glück gehabt, weder war da der Geheimraum, noch hat es den Stein mitgenommen. Könnte schon wieder schreien. Oh nein, der wäre auch ausgeschlossen gewesen. Oh man. Oh ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wie viele Bomben willst du verschwenden? Ja. Okay, wenn ich hier spreng... Nee, Quatsch. Nee, ich hab nix. Ich müsste hier drüben. Da könnte was sein. Da könnte wirklich was sein. Weißt du, Spiel? Wenn du mich hasst, dann sag's doch einfach. So. Schlüssel haben wir für die nächste Ebene. Weiter geht's. Ach, schlechte Ebene. Nur Müll. Der ist zu schnell und ich zu langsam. Muss ein bisschen langsamer machen. Dass wir nicht da in den Creep reinlaufen. So. Hier so ein Shot-Speed-Up ist schon gut. Ist schon an sich gut, aber ist halt nicht viel. So, jetzt holen wir uns die eine Münze noch, die ich habe liegen lassen. Und dann geht's direkt schon wieder weiter. Eieieiei, ich habe kein gutes Gefühl bei dem Run. Ich habe leider kein gutes Gefühl. So, what now? Interesting, aber im Moment noch nichts zum Öffnen, weil, nee. Würde ich, glaube ich, erst machen, wenn ich drei Herzen hätte. So ist es mir echt zu, also, nee, nicht drei Herzen, aber zwei Schlüssel. So meinte ich das. Weil dann besteht die Möglichkeit, oh boy! Ja, seid ihr denn des Wahnsinns? Mir zwei so Viecher ins Gesicht zu schmeißen. Okay, der erste hat sich verabschiedet. Sheesh.
No! Oh! Hallo! 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 Das war super knapp, ne? Das war richtig böse knapp! Jeder dieser Runs startet direkt am Itemraum. Was ist das? Warum? Mir soll's recht sein, aber was ist das für eine Wahrscheinlichkeit? Jeder dieser Runs startet hier. Okay. Kann ich irgendeins verschieben? Nein. So, nur die Münze noch nicht einsammeln, alles andere mitnehmen. Und mit Glück kommen wir in den Stachelraum rein. In den Curse Room. Wie er so schön ja heißt. Ach so, das war jetzt die Frage. Ja, kommen wir. So, jetzt ist... Genau, das war meine Frage. Dieses Feuer, das kommt ja manchmal, ne? Kann ich damit die Viecher kaputt machen? Sollte ich jetzt so lange warten, bis da mal das Feuer kommt? Okay, wir müssen definitiv... Okay, muss ich machen. Ich weiß, dauert 3 Jahre... Tut mir leid. Aber wenn ich damit die Viecher wegmachen kann, dann machen wir das. Ja gut. Ist okay. Bombe kriegen wir zurück. Einen Schlüssel mehr. Das ist in Ordnung. Ist das vom Luck abhängig? Weil dann ist es natürlich echt kacke. Mit -2, die halt Keeper hat. Ja, Scales with your luck. Oh, dang it. Ab +11 schießt man mit jeder Träne. Ah, dang it, Mann. Ach, verflucht, das ist mit dem Minus Luck jetzt echt kacke. Okay. Glück gehabt. So, lassen wir es mal liegen, ihr wisst warum. Das wäre cool, wenn wir wirklich mehr so Dings bekommen, ne? Wenn wir mehr Luck bekommen, dann ist das eine ganz coole Geschichte. Das kann oben oder unten was sein. Ich habe halt echt, es ist wirklich 50-50. Wie gesagt, es war halt 50-50. Was bist du denn? Teardrop Charm, it feels lucky. Was machst du denn? Teardrop Charm. Ein Repentance Trinket, das müsste ich also schon 3000 Mal gekannt haben. Luck-based Tear Effects have an extra chance of occurring. Ah, okay. Ja, okay. Kann man mitnehmen. Dann könnte jetzt natürlich vielleicht das Feuer erhöhen. Na? Das ist wie... Ja. Es wurde geschrieben, das ist wie ein +3. Also hätten wir jetzt, was das Feuer angeht, einen Luck von 1. Klingt doch ganz nett. So. Achso, wir machen erstmal den Boss. Und dann sammeln wir Geld und dann würde ich das 7er Item kaufen. Auch wenn ich es nicht sehe. Auch wenn ich es nicht sehe. Aber erstmal die Runde hier überstehen. Wie läuft der denn?
Gottes Willen! Na komm, geh ins Feuer. So ist gut. Schön machst du das. Ciao. Gib mir ein HP ab. Gib mir ein HP ab. Komm schon. Das nehme ich auch. Das nehme ich auch. Es ist aber halt leider kein HP ab. Okay. So. Jetzt gilt halt wieder haben oder nicht haben. Ich wüsste jetzt nicht, welches Shop-Item so schlecht sein könnte, dass man sagt, man will es auf gar keinen Fall, wenn man noch überhaupt keins hat. Ich denke, das 7er-Item kann ich mir mal gönnen. Okay. Okay. Es gab tatsächlich ein Item, was man gar nicht haben will als Keeper. Okay. Ist in Ordnung. Ist okay, Spiel. Ist okay. Ich hab das verstanden. Ich hab das verstanden, Spiel. Du willst mich auch in diesem Part. Willst du mich einfach nur ärgern. Da ist möglicherweise ein Ge- Ha! Mein Gott, ist hier viel los. Da mal ein Feuer reinpfeifen. So, jetzt ist hier schon ruhiger. Schön ruhig. Sehr angenehm ruhig ist hier jetzt. Okay. So, haben wir denn hier ein blaues Steinchen am Start? Sieht nicht danach aus. Okay. Oha. Ist einfach schon Schluss. Oha. Der Shop ist jetzt auch relativ irrelevant. Ja, da wollen wir hin. Wir haben ja zum Glück... Ja, sehr gut. Wir haben zum Glück ja recht viele Schlüssel. Das ist ja was. Okay, da liegt jetzt auch noch eine Münze. Mehr Bomben ist schon mal sehr gut. Könnten wir dann theoretisch gleich mit unserer Karte verbinden, bevor wir uns jetzt auf die Suche nach dem Geheimraum machen. Na, ich würde das jetzt gleich verbinden. Aber jetzt erstmal überlegen. Ah, ach so, ich habe noch nicht alles gedrückt. Oha, nee. Ah, Schande. Ah, wir haben schon wieder zwei Möglichkeiten. Ich könnte schon wieder austicken. Aber gut, Item Multiplier. So. Dann probieren wir es hier als erstes. Treffer versenkt. Pillen! Friends till the end. Pillen. Pillen. Okay. Nice. Gut. Dann Bossfight und hoffen, dass es gut geht. Mehr kann ich hier nicht tun aktuell. Mehr kann ich hier aktuell nicht tun. Drücket mir de Däumchen. Oh weia. Aber es ist der andere wie vorhin, ne? Es ist nicht der gleiche.
Ja, ich glaube, der macht keine Bomben. Ja, ich glaube, der macht keine Bomben. Ciao. Immer noch kein HP ab. Das brauchen wir jetzt langsam echt dringend. Satan ist irrelevant, weil wir haben eh kein Geld und wir würden ja noch gar nicht rein wollen. Jetzt erstmal Geld sammeln und dann schnell die nächste Ebene besuchen. Ach, ich dumm... Nee, oder? Hab ich? Nee, passt schon. Passt schon, alles gut. Ich hab falsch gedacht. Alles gut. Die Frage ist, will ich den sprengen? Wait, will ich 5 Münzen? Ja doch. Ja doch, die Chance auf HP-Up ist da. Sei gnädig. Also, wir haben ja Folgendes. Na? Wenn es ein AP-Up wird, war es alles wert. Wenn es eine Karte wird, nicht so. Yes! Das war es mir wert. Das war es mir definitiv wert. Das HP-Up ist bei Keeper so insane wichtig. Weil ich so wenig Möglichkeiten habe, mich zu heilen. Manchmal. Und dann brauche ich mehr Hits. Okay. Dann weiter im Programm. Jetzt... Versau ich es jetzt, wenn ich in den Stachelraum... Aber ich muss reingucken. Jetzt muss ich in den Stachelraum gucken. Jetzt muss ich rein. Wenn ich da jetzt getroffen werde... Beende ich den Part und das war's einfach mit dem Part. Dann ist mir auch alles egal. Oh Gott, nein, es sind Gegner. Hier sind Gegner, 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 hier sind Gegner. Die Gegner ist weg. Puh. Okay, ciao. Dann werde ich jetzt aber trotzdem mir mein Geld so schnell, also meine Energie so wiederholen. Weil mir das sonst zu risky ist. So, okay. Wir haben es versucht, wir haben es versucht, wir haben es versucht. Hat nichts gebracht, aber wir sind zum Glück nicht gestorben. Hätte anders ausgehen können. Mit der Lage, was da rausgekommen ist, hätte das anders ausgehen können. Sind wir ganz ehrlich. So, weiter im Programm. Eieieiei, ey. So, 33% Engelchance. Können wir erhöhen, indem wir so Shopkeeper kaputt machen. Und Shopkeeper kriegen wir recht leicht kaputt. Kannst mal hier in die Richtung sprengen. Ja, nice, danke. Genau deswegen. Ich habe zwar genug Bomben, aber man muss ja trotzdem, kann man ja trotzdem sparen. So, gehen wir doch gleich mal hin. Und freuen uns über weitere illustre Pillen. Bitte kein HP down. Okay. Kann ich akzeptieren. Ja, kann ich auch akzeptieren. Gib mir mein Geld wieder. Okay. Schöne Sache. So. Ich weiß, das Feuer wird ihn eh kaputt machen, aber ich will die Pilze mit sprengen, deswegen setze ich die Bombe passend. Okay. So, dann haben wir das schon mal geklärt. Hier liegt jetzt schon mal Geld. Sehr gut. Damage regelt. Und da ist mein Itemraum. Sehr schön. Da ist schon mal ein Itemraum. Oh, gut. Mit dem Regenbogenbaby. Warum nicht? Warum nicht? Okay, lass mal liegen, falls wir einen Sacrifice-Room mal finden sollten. Bisher haben wir mit Sacrifice-Räumen in diesem Run jetzt noch kein Glück gehabt. Das Viech muss weg. Oh, und du musst auch weg. Sehr schön. Shop mit 2 Münzen ist Schwachsinn. Brauchen wir gar nicht. Ach so, ich wollte eigentlich den Dings... Ach, hab ich schon erhöht, indem ich den anderen gesprengt habe. Na, genau. Ich glaube, das gilt nur einmal. Ich glaube, das kann sich nicht stacken. Oh Gott. Nee.
Jo, das war knapp. Ich wäre fast reingerannt. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe, dass ich fast in so einen Kack reinrenne. Das ist... Ah, Gott. Das passiert mir viel zu oft. Bossfight. Ich würde jetzt fast erstmal... Nee. Mein schönes Geld. Ich würde jetzt fast erstmal Bossfight machen, weil besser wird's nicht mehr, würde ich sagen. Und bevor wir da... Wobei, wir haben genug Geld rumliegen. Schlechter wird's auch nicht mehr. Also insofern... Na, ah, die Range ist jetzt nicht so geil. Aber ich kann es so ein bisschen aufladen und darüber pfeffern. So, tschüss. Sehr schön, noch eine Münze. Also wir könnten jetzt schon ziemlich viel opfern. Sind das gute Kisten oder... Ja, kein roter Fleck irgendwo. Gut, sehr schön. Oh, wir könnten richtig viel opfern. Wenn wir jetzt keinen Curse Room, Sacrifice Room finden, wäre das echt sad. Oh, wir finden aber den Raum hier. Hm. Aber ich will eigentlich... Was soll ich da? Ich weiß nicht. Schätze ich die Dice Rooms einfach nicht so sehr, wie man sie schätzen sollte? Irgendwie fühlen die sich für mich immer so viel zu riskant an. Ah, nee, ist ein Curse Room. Soll ich den riskieren? Ich meine, ich sage immer, es fühlt sich für mich riskant an und dann mache ich solche Sachen, ne? Aber den würde ich jetzt halt schon wieder. Mann. Wird schon gut gehen. Okay, keine Gegner. Okay, dann gehen wir einfach da raus. Gut. Bedeutet jetzt halt, die zwei nächsten Münzen, die wir sammeln, kriegen wir nicht zurück. Aber damit kann ich leben. So. Dann machen wir das über die Münze, weil jetzt haben wir alles gesehen. Ja, jetzt haben wir alles gesehen. Dann kann ich auch schon mal die Münze im Item-Dings mitnehmen. Es reicht ja, zwei Münzen liegen zu lassen, falls nach dem Boss wir zwei Herzen noch brauchen. So, mehr kriege ich halt eh nicht zusammen. Ist ja dann in Ordnung. Da liegt jetzt eine und da die andere. Okay. So, machen wir's. Oha. Da gibt's schon mal ordentlich Stuff von ihm. Sehr schön. Die kannst du behalten. Scheiß riesige Trollbombe kannst du echt behalten, den Müll. Das Feuerschießen ist richtig geil. Wenn man jetzt halt noch hohes Luck hätte, wäre es nice. Tears Up ist aber auch cool. Tears Up ist definitiv auch cool. Sehr, sehr schöne Geschichte. So, jetzt die restlichen Münzen holen. Und dann gucken, wohin die Reise geht. Gut, ich bin ganz ehrlich, mit 10 Münzen kann ich jetzt trotzdem den Shop mal öffnen, weil wir haben 14 Schlüssel. Und auch hier bin ich ganz ehrlich. Die blaue Map hole ich mir, denn ich krieg bestimmt jetzt noch 5 Münzen raus. Wir haben so viele Bomben, da wäre es echt schade, die zu verschwenden. Dann will ich lieber gleich wissen, wo die Dinger sind. Okay. Gut. Ich hoffe, es war eine gute Investition. Wir werden sehen. Na, geht's doch gleich in Richtung des ersten Geheimraumes. Das ist okay. Die Tiersrate ist jetzt schon sehr gut.
Die Tiersrate ist keepertechnisch jetzt schon sehr schön geworden. Lass mal liegen. Okay. Okay. Erstmal machst du einen Abflug. Und dann sprengen wir uns an die beiden Dinger ran hier. Klare Sache. Du gehst weg, mein Freund. Wie ist es jetzt? Damage geht stark runter, Tiers geht stark hoch, ne? Das ist doch der Typ. Also Typ, der Pilz halt. Das ist doch der, genau, Ort Mushroom, denn... Damage mal 0,9 minus 0,4. Ich würde schon denken, dass gerade in Bezug auf meine Feuergeschichte, dass das so cool ist. Na? Ich denke schon, dass das cool ist. Würde ich schon vermuten. Und Damage ist immer noch bei 5,31. Das ist okay. So, hier liegt jetzt auch noch Geld rum. Müssen wir uns merken. Jo, Freunde. Die Pins habe ich mal wieder nicht realisiert. Schnell Geld holen. Ganz schnell Geld holen. So. Okay, da oben ist der andere Geheimraum. Dann wird es da auch zum Boss gehen. Dann machen wir schon mal den Weg frei. Wie Volksbanken. Und Raiffeisenbanken. Justice. Die Münze liegt da ein bisschen ungeil, weil jetzt komme ich nicht raus, ohne sie einzusammeln. Aber gut, es ist halt so. Jo, hier ist richtig viel Kohle jetzt. Das wird auf jeden Fall dann einen Shopbesuch wahrscheinlich rentieren. Ja, die sammle ich jetzt halt ein. Ist so. Dann würde ich jetzt mal gucken, was wir noch so hier zusammen bekommen. Ah, okay. Mit einer Bombe käme ich an die ran, aber da wäre eine Bombe für die Donation Machine zum Beispiel effizienter. Dann wäre... Ah, das hier mache ich wieder so, das mache ich wieder so, wie ich es gelernt habe. So und zack. Easy Raum. Oh, habe nicht alle erwischt. Interessant, interessant, interessant. Okay, so. Ah, gucke mal. Gucke mal, was wir hier haben. Sehr, sehr nice. Machen wir gleich, oder? Wir haben jetzt schon so viel Geld hier rumliegen. Machen wir gleich. Machen wir es sofort. Da machen wir keine Faxen. Hier gibt es direkt die Münze zurück. Kein Yuffie Blast. Interessant. Kiste. Mit Geld. Nein. Dann muss ich mir erstmal wieder Geld holen. Und zwar hier. Dann sind wir jetzt bei Opferung Nummer 5, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr schön. Jetzt sind wir bei Opferung Nummer 6. Das heißt, der Port zum Devil, zum Angel Deal ist möglich. Kein Port. Dann sind wir jetzt bei Opferung Nummer 7. Das heißt, ein Angel-Item könnte auftauchen. Und wenn das jetzt nichts ist, gehen wir weiter. Gut. Schade. Schade, aber One Makes You Small ist auch ganz nett. So, hier gehen wir auf jeden Fall rein. Müssen gucken, was es gibt. Leckeres. Vielleicht gibt es auch einen leckeren Kampf. Der ist jetzt dann doch nicht so lecker, aber ist okay. Ja, okay.
Sobald Steam Sale bekommen, ist auch eine gute Geschichte. Kann man nicht anders sagen. Geldtechnisch läuft es hier gerade echt gut. So. Wir haben noch gar nicht den Itemraum, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe schon so viel auf der Ebene an Zeug bekommen, dass ich gar nicht realisiert habe, dass ich den Itemraum noch gar nicht hatte. Ups. Komm her. So. Okay, was ist ein Panic ist gleich Power? Ich dachte, das ist was anderes übrigens gerade. Es muss eine neue Spritze sein, oder? Die kenne ich gar nicht. Was bist du denn? Ah, Afterbirth Plus. Für jeden leeren roten Herzcontainer bekommt Isaac ein Damage ab und sein Körper wird größer. Oh, okay. Funktioniert nur mit vollen Herzen. Schaden ändert sich nicht, wenn nur ein halbes Herz fehlt. Ja, okay, ja, aber wir haben ja eh nur Münzen. Aha. Interessant. Je mehr leere Herzcontainer ich habe, umso stärker werde ich. Aber das ist jetzt nicht gerade das, was ich bei Keeper fördern möchte. Aber ich meine, wenn ich getroffen werde, mache ich in dem Moment dann mehr Damage und das ist ja dann trotzdem in Ordnung. Aber nichts, was wir testen wollen. Das müssen wir dann nicht machen unbedingt. So, ja, dann haben wir ja schon fast alles gesehen, ne? Okay. Ist halt wieder riskant, da jetzt reinzugehen. So langsam bin ich in der Position, dass ich sage, ich will da lieber nicht mehr reingehen. Weil wenn ich da drin getroffen werde, ist Müll. Ist richtig Müll dann. So langsam möchte ich es nicht mehr riskieren. So leid es mir tut. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, nee. Wir gucken erstmal, ob wir hier einen coolen Engelraum bekommen. Und dann können wir weiter überlegen. Vielleicht kriegen wir ja Holy Shield-Dings-Kram. Und dann vielleicht kann ich dann, ja, dann wäre es eine Überlegung wert. Ja, dann wäre es eine Überlegung wert. Okay, let's go. Drückt mir die Daumen, dass das hier gut geht. Und dann holen wir uns hier den ganzen Kram noch ab und freuen uns eine Runde. Irgendwie so. Kann ich die nicht gleich sprengen und die Chance auf Engel erhöhen? Ja! Jetzt sind wir bei 90%. Oh, der schießt zusätzlich, ne? Aber da würde ich dann doch lieber das mitnehmen, weil das den Feuereffekt erhöht. Glaube ich. Hier schön ausweichen. Ganz wichtig, hier auszuweichen. Hm? Aber seht ihr, jetzt nimmt der Schaden direkt zu. Und wir haben einen Engelraum. Ich meine, bei 90% war es fast wahrscheinlich, aber nicht hundertprozentig. Two of Clubs ist cool. Können wir einsetzen, wenn wir dabei sind. The Sun würde ich mitnehmen. Justice setzen wir sofort ein. The World, ja gut, ist jetzt egal, irrelevant. Temperance ist auch irrelevant. Dann würde ich Clubs jetzt gleich einsetzen. Spreng ich hier noch was? Eigentlich spreng ich hier nichts mehr. Setzen wir es gleich ein. Ach, es ist Ace of Clubs. Warte, das wandelt die Sachen hier in Dings um, ne? In Bomben. Nee. Dann nicht. Hab nicht gelesen, was es ist. Okay. Ich muss nachgucken. Die Kerze. Keep the Flame Burning. Gibt ein 0,4 Tiers ab für jeden Raum, den man ohne Schaden zu nehmen komplettiert, bis zu einem Maximum von 2,0 Tiers ab. Sobald man Schaden nimmt, wird es wieder zurückgesetzt. Okay. Also kann direkt wieder zurückgehen. Bis zu 2,0 Tiers ab. Wir haben eigentlich ein sehr starkes Tiers ab. Und das andere ist Act of Contrition. Ah, der erlaubt, dass weiterhin Angel-Räume auftauchen, selbst wenn man mal einen Devil-Deal zwischendurch nimmt.
Würde ein Eternal Heart geben, das nützt mir jetzt leider nichts mehr, aber gibt auch ein Tears Up. Und zwar ein konstantes Tears Up, plus 0,7 Tears Up. Dann würde ich das hier nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Ich meine, ich werde oft getroffen und dann ist das hier der Effekt meistens weg, also machen wir das so. Ja, jetzt haben wir 4,8. Ja, sieht okay aus. Gut. Sammeln wir mal Geld ein. Sammeln wir mal alles an Geld ein. Ich werde aus dem Geld garantiert keine Bomben machen. Aber dann können wir natürlich... Ich weiß, was ich mache. Wartet gleich. Gleich passieren Dinge. Wenn es so funktioniert, wie ich das mir vorstelle... Ah, da komme ich nicht ran. Das lassen wir. Wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, passieren gleich Dinge. Hier sind nämlich die Teile. Ja. Mit Glück kann ich ja auch mit Geld einsammeln, auch Luck-Ups bekommen. Ne? Gibt hier noch was? Nein. Da ist auch nichts mehr. Wo ist denn jetzt noch Geld? Nee. Dann war es das schon an Geld, ne? Ja, okay, ist auch in Ordnung. Oh, wisst ihr, was wir mit The Sun machen? Mit The Sun riskieren wir jetzt auf jeden Fall den Curse Room. Mit The Sun riskieren wir jetzt auf jeden Fall den Curse Room. Wir machen nur kurz Folgendes. Ich lege The Sun hier ab. So. Dann hole ich mir den Kollegen. Dann hole ich mir die Karte. Bin gespannt, ob das funktioniert, wie ich es mir denke. Dann lege ich das hier ab. Dann hole ich mir die Karte. Dann lege ich das hier ab. Dann hole ich mir die Karte. Und konvertiere alles in dem Raum zu Bomben. Funktioniert das? Wir werden sehen. Nice. So. Ich habe mal mitgedacht. Ein Stolz. In Before. Du hättest viel mehr holen können, wenn du in dem anderen Raum das und das gemacht hast. Okay, okay. Ja, kann sein. So. Ich weiß es nicht. Möglich ist alles. Ach so, dumm, dass ich jetzt schon das ganze Geld eingesammelt habe. Wenn ich doch gleich Schaden nehme. Ja, nee. Verstehe ich. Verstehe ich den Gedanken. Verstehe ich. Ich hätte eine Münze noch liegen lassen sollen. Kein Gegner? Okay, cool. Ja, ciao. Gut. Und jetzt gebt euch mal den Schaden, weil wir nur noch eine Münze haben. Das ist cool, aber es ist auch riskant. Ne? Muss nicht sein. Ich werde mir jetzt eine Münze holen. Und zwar die hier. Und für den Fall der Fälle... dass wir nachher gleich sofort getroffen werden in der nächsten Ebene, habe ich ja das Sand dabei. Okay, aber an sich denke ich, war das okay. Geheimräume haben wir mitgenommen. Shop haben wir Steam Sale geholt. Passt. So, what now? Och, ich höre so nach. Kannst mich mal spielen. Hier kommen Pins, hier kommen irgendwo scheiß Pins. Garantiert kommen hier Pins. War es das schon? Okay. Und wir haben den hier aufgesprengt, ohne was zu machen. Sehr gut. Nicht gut. Doch gut. Und damit regt unsere Aufladung wieder zurück.
Sehr schöne Geschichte. Okay. Hier gibt's richtig viel Geld. Wir lassen es erstmal jetzt noch liegen. Können wir uns jederzeit holen. Haben wir jetzt genug Bomben. So. Das Gute ist auch jetzt, dass ich echt so viel am Schießen bin, dass wir wirklich auch dorthin treffen, wo wir praktisch nichts sehen. Und dass das auch effektiv ist. Okay, Tür ist offen. Hier sind so viele Dinge. Okay, hier ist er wieder. Gehen wir gleich rein. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich habe ja das Sand dabei. Also eigentlich kann nichts schief gehen. Eigentlich kann nichts schief gehen. Und das Sand ist meine Notration, falls es schief geht. Und jetzt habe ich eh Geld wieder zurückbekommen. Was macht der Nose Goblin? Ich habe noch schon 3 Millionen Mal habe ich den nachgeguckt. Mindestens. Ich habe den mindestens 3 Millionen Mal nachgeguckt. Your tears have a random chance to become Booger tears. Oh, das ist eigentlich auch geil. Ah. Ja, ist eigentlich auch geil. Den würde ich jetzt fast lieber mitnehmen, oder? Wie viel Feuer machen wir denn so jetzt? Lass mal gucken. Ja. Und so machen wir wie viel Feuer? Das Feuer kommt halt so schon echt öfter, ne? Ich glaube, das Feuer ist effizienter. Wir bleiben beim Feuer. Hoffe, da seid ihr auch dafür. Wenn ihr nicht dafür seid, schreibt jetzt in die Kommentare, Conan, du stinkst. Keine Ahnung. Macht, was ihr wollt. Huch, leck. Wo ist er? Scheiß Curse of Darkness, echt. Ich hab echt Bammel, dass mit der Curse of Darkness hier wieder alles versaut. Da unten ist noch ein Vieh. Der war leicht aggro. Habt ihr gesehen, wie der hochgeschossen ist? Junge, 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 Junge. So. Eine Kiste für mich. Stopp, perfekt. Eine Bombe mehr. Okay. Was ist hier? Ach, das Ding. Ja, nee. Kannst du behalten, Spiel? Kannst du behalten. Was haben wir hier? Eine Karte. Okay, das wird jetzt einfach blau. Müsste jetzt blaue Fliegen einfach spawnen. Ja. Okay, da ist mein. Hier ist schon alles. Hier ist schon alles. Wir gehen erst in den Shop. Das haben wir schon mal geschafft. Okay, das habe ich jetzt schon mehrmals eingesammelt und dann immer wieder nicht gewusst, was es tut. Jetzt gucke ich erst nach. 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 Habe ich schon erwähnt, dass ich jetzt erst nachgucke? Das hatte ich nämlich immer, glaube ich, mit irgendwas verwechselt. Meine ich zumindest. Ja, wie heißt denn das jetzt? Finde ich das, wenn ich Shop eingebe, weil es im Shop-Pool vorkommt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, weil nach Item-Pool sortiert der nicht. Oh, wait, kann ich nach Item-Pool sortieren? Nee. Nee, ich kann nach ID und Color sortieren. Oh, cool. Okay, also wenn ich Shop... Muss ich wieder rausnehmen? Das hat nicht viel... Ach, da ist es! Nee, doch nicht. Siehst du? Das ist nämlich das, mit dem ich es verwechselt habe. Ich habe es nämlich mit diesem Plate of Cookie, glaube ich, immer verwechselt. Ja, wo ist es denn jetzt?
Dann bist du doch ein Repentance-Item, oder ein Afterbirth-Plus-Item zumindest. Ja, da. Kompost. Kompost doubles up. Ach, das war active. Ah, verdoppelt die Fliegen, die ich habe. Ah, das war das. Das war ein active Item. Ich meine, gut. Im Moment. Alles besser als das active Item, was wir gerade haben. Aber trotzdem ist das natürlich nicht, was wir kaufen wollen. Und ich werde natürlich, selbstverständlich, für den Satan-Deal sparen. Gar keine Frage. Obwohl ich recht viele blaue Fliegen so generieren könnte. Hm. Wir haben genug Münzen auf der Ebene rumliegen. Ne? Oh, jetzt hat er mir... Hat er ihm die Münzen verwandelt? Huch. Upsi. Upsi. Das war nicht ganz geplant. Ah, ich hätte erst in den Itemraum gucken sollen, ob da ein anderes Active-Item drin ist, übrigens. Alpcake. Ist Alpcake jetzt gut? Ne, das sind die Bouncing Tears, ne? Ja. Die sind voll okay. Kein Alpcake. Okay, die Kisten gefallen mir nicht so ganz. Consume the enemy. Das war aber, glaube ich, das rote Herzen spawnen, ne? Lasst mich kurz wieder die Gabel nachlesen. To heal. After clearing a room, you have a chance to heal. Gilt das jetzt auch für Münzen? Dann würde ich jetzt wirklich dieses Ding ablegen. Ich weiß nicht, ob das für Münzen... Aber wenn das für Münzen gilt, würde ich das mitnehmen. Ich meine, es heißt ja halbes rotes Herz. Also schwierig. Aber ja. So, das Ding ist, wir dürfen erst zum Boss gehen, wenn wir die Münzen hier mitgenommen haben. Weil, wenn der Satan-Deal kommt und wir kein Geld haben, können wir auch nichts kaufen. Jetzt kriege ich dich, weißt du? Jetzt, wo ich im Prinzip eigentlich fast alles geöffnet habe. Ich meine, hier sind noch Kisten, aber die Kisten sehen gefährlich aus für mich. Das ist mir zu risky. Die sind mir zu risky. I'm sorry. Muss ich echt passen. So. Aber gebt euch, wie viele Fliegen wir haben. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Großer Raum, gefährlich, aber wir haben noch das Sand. Mag die nicht, die rumspringen, weil man nie weiß, wo die landen. Schieß einfach die ganze Zeit durch die Gegend und die Fliegen machen den Rest. Yo! Wir spawnen so viele Fliegen, das ist, glaube ich, echt gut, was wir gerade machen. Weil die Fliegen in dem Raum nicht so schnell kaputt gehen. Ich glaube, das ist gut. Jetzt kriegen wir ja nach dem Raum gleich wieder nochmal neue Fliegen. Wenn jetzt die Fliegen nicht hier gleich alles erledigen. Ich versuche mal, die Fliegen auf Abstand zu halten, dass die nicht alle draufgehen. Auf die Viecher. Ja, so viel dazu. Ja, die Fliegen hauen leider ab jetzt. Die hauen jetzt leider komplett ab. Ja, okay, jetzt sind sie weg. Ja, okay. Also man muss natürlich aufpassen, dass man möglichst viele Fliegen behält mit der Zeit. Ich sehe keine spannenden Steine. Itemräume haben wir ja gesprengt. Itemräume sage ich schon. Dinge. Wir müssen noch nach dem Sacrifice Room haben wir noch gar nicht geguckt. Stimmt. Habt ihr recht. Machen wir gleich. Keine Ahnung, was passiert ist. Was ist in die Luft geflogen? Wo sind wir eigentlich? In der 1. Stimmt, wir sind in der 1. Ja. Normaler Bosskampf. Ja, gib mir noch einen goldenen Schlüssel, wenn ich eh schon einen habe, weißt du? Spiel, ey. Goldene Bomben wären cooler gewesen. Dann könnte ich die ganzen blauen Feuer sprengen und mehr Fliegen generieren.
Jetzt gerade bringt es nämlich leider gar nichts mehr. Oha! Aber komme ich nicht rüber. Okay, jetzt haben wir aber wirklich alles gesehen. Jetzt ist es auch an der Zeit, das Geld einzusammeln. Und dann mit dem Geld nämlich möglicherweise entweder Engelraum oder Satanraum oder halt gar nichts. Wenn gar nichts, dann Pech. Aber jetzt gehen wir auf Kurssammelaktion. Irgendwie so. Okay, da haben wir alles mitgenommen. Haben wir noch irgendwo Geld rumliegen? Nee, ne? Nee, okay. Also hier liegt halt eine Münze, weil da oben, die ist da drin. Aber die zählt nicht und die haben wir hier, sind wir losgeworden. Okay, dann hoffen wir auf einen schönen Boss und einen schönen Deal danach. Ist eigentlich jetzt echt egal, ob Satan oder nicht. Weil auch Satan-Items könnten wir jetzt kaufen. Okay. Let's go. Es war klar, dass er irgendwo hinspringt nochmal. Ich das halt nicht sehe im Dunkeln. Okay, gar nichts gab's. Ein Sticky Friend gab's ins Gesicht. Na gut. Na gut. So, aber dann haben wir trotzdem genug Geld für die nächste Ebene. Ist doch auch was. Ja. Ich überlege kurz, was ich noch tun könnte. Soll ich die goldenen Kisten riskieren? Weiß nicht, ob ich die goldenen Kisten riskieren soll. Meine ich, hab das Sun, wenn es schief geht? Und die killen mich jetzt ja nicht instant, die Stacheln, aber es ist halt schon, also es ist halt schon böse riskant, da hochzulaufen. Oh, ich will das nicht. Mann. Okay, wisst ihr, was wir ganz kurz machen? Wir holen uns jetzt mal anders Kohle zurück. Und zwar so. Und dann holen wir uns die andere Kiste auch noch. Gerade wenn ich sehe, da kommt ein Tiers-Up raus, ey. Dann will ich die austesten. Ich meine, klar. Hätte jetzt auch richtiger Mist sein können, aber das, was es gewesen ist, nice. Nice. Das, was es gewesen ist, absolut nice. Und wir hatten genug Geld, um es halt auszutesten. Das war das Ding. Okay, jetzt hauen wir aber ab, ne? Jetzt haben wir alles gesehen. Alles gesehen. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Wenn ich blaue Steine übersehe in der... Wow. Wenn ich blaue Steine übersehe in der Dunkelheit, dann tut es mir echt leid. Ich bin schon am Überlegen, ob ich jetzt halt... Ich will mein Feuer wieder haben. Ich hoffe, das ist okay. So, da drüben ist gleich der Geheimraum. Dann gehen wir doch gleich als erstes hin. Da können wir dann nämlich gleich mal eventuell einen Raum öffnen, wo wir Geld uns holen können. Oh, was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Hier gibt es einfach ein Item. Was ist das? Das ist eine Brille. Sind das Double Shots? Ist das da? Wobei, Moment mal. Ich habe ja schon den Triple Shot. Was ist das? Tipp mal Glasses ein. Double Shot. Isaac now shoots two tears at once. Unlike the inner eye and mutants, by this double shot item does not give a tears down.
Ist das jetzt... Hä? Was passiert jetzt, wenn ich Double Shot und den Triple Shot gleichzeitig habe? Mein Triple Shot ist ja sowas wie die Inner Eye, ne? So. Und wenn ich jetzt Double Shot... Lasst mich mal lesen. Gibt's irgendwo... Ne, gibt's da vielleicht zumindest eine Übersicht über die Synergien? Das hat jetzt ja mit Repentance nichts zu tun. Ja, Double Shot gibt's. Und Inner Eye gibt's. Inner Eye gives plus 3 Tiers and 2020 gives plus 2 Tiers. Allowing you to fire 5 Tiers. Nice. Das deckt sich. Also es wird nicht überschrieben. Es deckt sich einfach. Ja, richtig geil. Ja, richtig geilo. Oh mein Gott. Okay. Dann einmal Geheimraum probieren. Ja, perfekt. Wie ich es wollte. Schön viel Kohle. Und dann mit Desan können wir ja riskieren, hier reinzugehen. Kein Gegner, nichts. Okay, cool. Negatives PhD. Ah, das habe ich noch nie verstanden, warum das gut sein soll. Oh, weia. Also False PhD. Worse Pills plus Evil Up. Identified all pills on pickup and converts them to their worst counterparts. Das heißt, ein Stat Up wird ein Stat Down. Jede Stat Down Pille, die ich nehme, gibt ein permanentes Damage ab. Aber eben auch den Stat Down Effekt. Die meisten anderen Pillen spawnen ein Black Heart when used. Ja, aber das nützt mir schon mal zum Beispiel nichts. Und es gibt mir ein schwarzes Herz, wenn ich es aufhebe. Ich glaube, ich glaube, für Keeper ist das echt Mist. Ich meine, das Damage Up klingt super gut für die anderen Stat-Down-Pillen. Und ich meine, man müsste die anderen ja nicht nehmen. Aber das klingt... Oh, was mache ich denn? Ich bräuchte eigentlich Damage, ne? Eigentlich wäre Damage Up schon cool. Und ich sehe ja, welche Pillen es dann sind. Also ich muss sie ja nicht einsetzen, wenn sie kacke sind. Vor allem würde ich dann sehen, was Health Down ist und würde es nie mehr einsetzen. Ich würde einfach die Health Down Pille erkennen. Ja, ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir machen das. Für das Damage Up machen wir das. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Ja, Ei von Pilz einfach. Nützt, der ist ja gar nicht schlecht. Warum ist die als Dings... Okay. Kann man machen. Oh, mit einem... mit einem Ding hätte ich da reingekonnt. Ja, okay. Aber ich laufe lieber nicht mit einem Ding hier einzeln rum. Da bin ich ganz ehrlich. So, weiter im Programm. Okay. Jetzt wäre halt echt wieder ein Sacrifice-Room super geil, ne? Ich hoffe, wir finden einen. Und mit Sun fühle ich mich echt ein bisschen sicherer, muss ich gestehen. Okay,
Okay, da müssen wir jetzt sowas von rein. Ich meine, wir haben ja alles Mögliche, was wir hierfür brauchen. Wir haben hier Dings und Dings und genau. Du kommst schon mal mit. Da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Und alles andere. Gut, ihr könnt jetzt ein Damage abwerten, ne? Ach, ja, okay, hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt, alles gut. Hätte jetzt wahrscheinlich ein schwarzes Herz halt gedroppt, aber in dem Fall droppt es halt nichts. Ist dann ein bisschen ärgerlich für den Moment, aber ist okay. Vorsicht vor dem Feuer. Sehr schön. Vorsicht vor dem Feuer. Okay, perfekt. Aber guck mal, wie schnell wir die Gegner erledigen. Das ist schon, glaube ich, sehr wichtig. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, jetzt wie das hier läuft. Da wäre der Dings, aber den braucht man nicht. Da ist der Boss. Okay. Wir haben noch nicht den Itemraum. Speeddown kann ich riskieren. Kriege dafür ein schönes Damage ab. Bin auch immer noch schnell genug. Ist in Ordnung. So. Man muss halt aufpassen, dass man nicht zu viel Down sich dann gibt, ne? Aber allein das ist... Oh boy. Aber allein die ganzen Damage-Ups, die sind halt schon lecker. Oh Junge. Aber man muss halt aufpassen, dass man sich nicht zu viel downt. Ne? Wenn ich jetzt die ganze Zeit Speeddown nehme, ist auch kacke. Ist klar. So, da unten geht's zu dem anderen Raum. Okay. Mach dich mal weg, Kollege. Cool. Oh! Was ist passiert? Ich wurde getroffen. Schnell weg. Schnell Geld holen. Geld, 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 Geld. Ganz schnell Geld holen. Da ist Geld. So. Fühle mich wieder sicherer. Ah, ich habe den Dings ein paar Mal vergessen einzusetzen. Mein Spacebar-Item. I'm sorry. So, und hier ist jetzt der andere Geheimraum. Okay. Allzu viele Schlüssel werden wir nicht mehr brauchen, ne? Aber jetzt gehen wir noch nicht an den Kollegen ran. Machen wir nachher. Aber grundsätzlich werden wir allzu viele Schlüssel nicht mehr brauchen. Wir sind ja schon in der letzten Ebene, wo es noch Itemräume gibt. Und Shops gibt es nachher auch nicht mehr. Gibt dann eigentlich nur noch Kisten. Allzu viele Schlüssel können wir... Also ich glaube, ich kann so bis zu 4 Schlüssel oder so kann ich auf 4 Schlüssel könnte ich den runterspielen. Okay, das ist einfach nur die Wolke, diese Depression-Wolke, ne, die mir so folgt. Ich meine, ist okay, aber ist jetzt nicht das geilste Schluss-Item. Aber, ja, wie gesagt, es ist halt so. Ich habe ja nun auch nichts zum Rerollen, also was soll's, dann nehmen wir es halt mit. So. Gehen wir noch die anderen Räume ab. Gucken wir noch, ob wir noch mehr Schlüssel zusammenbekommen. Denkbar wär's. Oha! Nö, aber Bomben bekommen wir noch zusammen. Aber jetzt haben wir alles gesehen, ne? Ja, alles gesprengt, alles gesehen. Okay. Dann sammeln wir jetzt das Geld ein. Weil ich komme nicht zurück. Also, ne? Wisst ihr auch, ich komme in der Ebene nicht zurück. Das ist ja der Marmkampf. Mit anderen Worten, ich muss jetzt den Kram einsammeln. Nicht erst in 3 Jahren. Das andere sammle ich auf dem Rückweg ein. Dann spielen wir jetzt mal bis zu 4 Schlüssel runter an dem Typen. Und hoffen, dass er was Gescheites gibt. Wirst du mir Glück bringen. Okay.
Warum nicht? Ist jetzt nicht, was ich erwartet hatte. Aber kann man auf jeden Fall machen. Kann man auf jeden Fall machen. So, und für Satan-Deal hätten wir jetzt auch richtig viel Geld zusammen. Auch in Ordnung. War im Shop noch was? Na, was zeigt es im Shop noch an? Ja, nee, eigentlich nicht, ne? Da kaufen wir jetzt nichts ein. Okay. Dann hoffen wir mal, dass der Marmkampf mich jetzt nicht komplett zersäbelt. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich hab ja sogar das an. Also, ich kann ja 4 Hits tanken. Es muss gut gehen, ey. Wenn das jetzt schief läuft, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, ganz ehrlich. Oh, ich sehe da was. Die Fliegen holen wir uns noch. Hätte ich vorher einsetzen sollen. Was so? Oh! Mehr Damage ab. Natürlich auch ein bisschen Speed down, aber das ist okay. Für den Damage tun wir alles. Moin. Hier ist die normale Mom. Aber durch die Bouncing Tears machen wir eigentlich fast konstant Schaden, egal wo wir hinschießen. Genauso ist es. Genauso ist es. Okay. Ja, Polaroid. Und ab dafür. Keine Tür geöffnet, ne? Hier ging nichts auf irgendwo. Nein. Okay. Dann. Ah, ich sehe da noch was. Okay. Okay. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld, ist in Ordnung. Hoffentlich kommen noch ein paar Satan-Deals. Zumindest eine. Ne, zwei könnten wir noch bekommen. Ja, mal gucken. Sonst ist das ganze Geld umsonst. Curse of the Lost ist in Ordnung. Wobei, es ist nichts. Nee, ist es nicht, weil jetzt nützt mir die Karte nichts mehr. Ja, egal. Schauen wir, dass wir durchkommen. Das heißt aber auch, sobald wir beim Boss sind, werde ich nicht noch weiter rumsuchen, sondern hier möglichst schnell einfach durchgehen. So, hier liegt schon mal eine Münze rum. Schön merken. Schön merken und holen, wenn wir sie brauchen. Okay. Ah. Blöder Raum. Vor allem, weil er nicht weiterführt. Vor allem, weil er mich nicht weiterführt. Der Raum führt weiter. Erstmal alles erledigen hier. Tschüss, 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 tschüss. Hilfe. So. Okay. Ah, hier ist Schluss. Aber der Raum ist okay. Kein sonderlich schlimmer Raum. Und eine Pille, die ich kenne. Also die ich... Ja, nee. Wie ist das jetzt? Bad Trip gibt jetzt ja kein Damage ab, ne? Wenn ich Bad Trip nehme, gibt es über False PhD kein Damage ab. Spawn a black heart when used. Ja, ich meine, ist cool, wenn ich das als Dings mache. Ist es okay. Aber so nicht. So bringt mir das nichts. Also einfach nicht einsetzen. Okay. Einfach nicht einsetzen. So, was haben wir hier Hübsches? Na, klingt jetzt für mich nicht so attraktiv. Zwei braune Kisten klingt für mich jetzt nicht so. Dann geht's hier runter weiter.
Okay, noch ein Schlüssel. Wir könnten... Ja. Schade. Dann halt nicht, ne? Okay, hier liegt jetzt auch noch eine Münze. Macht schon zwei, die hier irgendwo rumliegen. Okay. Nochmal Bett. Hä, die sah ganz anders aus. Okay, ja. Ich will kein Bett-Trip. Danke. Lasst es mich einmal ausprobieren, ob das Fliegen spawnt. Weil ein schwarzes Herz wird es doch zu Fliegen werden. Lasst es mich einmal ausprobieren. Wir haben jetzt eine Fliege. Okay. Also das schon. Also das schon. Dann kann ich eigentlich die Bad-Trip-Pille einsetzen, um mir mehr Fliegen zu holen. Okay. Wenn ich neben der Münze stehe oder so, ne, dann könnte ich das praktisch ohne Verlust machen. Aber ich glaube, aber für mich die Hauptargumentation war halt wirklich, dass ich so das HP Down nicht versehentlich einsetze. Das ist schon super wichtig. Ach, und der hat jetzt in dem Raum, in dem ich das einsetze, macht er dann die Münze auch zu Dings. Ah, deswegen ist die eine Münze verschwunden. Ups. Okay, da muss ich böse aufpassen, dass ich in dem Raum, wo ich das einsetze, nicht... Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, an die Maschine würde ich gehen, wenn wir hier keinen Satan-Deal bekommen. Weil dann wäre es natürlich schon irgendwo sinnvoll, versuchen, die Dings noch zu bekommen, ne? Hier, die weißt du schon. Schade, auch da ist nichts. War ein Versuch. Die, sag schnell. Pretty Flies. Okay. Soeben hat sich unsere Runde hier ein wenig verlängert. Perfekt. Oh boy. Aber mit dem will ich eigentlich nicht spielen. Die Räume, die wir bisher hatten, kann da was sein? Wir probieren einfach schnell alles durch. Wir haben ja Zeit. Da ist er. Okay. Alle Pilze werden gesprengt und geben mir bitte ein brauchbares One-Up oder sowas. Ganz vergessen, dass Pilze auch sowas geben können. Hey, ich dachte, man sieht, was die machen. Ach so, das ist die. Ja, klar. Ja, klar. Shot Speed Down. Kann man, denke ich, riskieren, oder? Für Damage Up? Ja, kann man machen. Die machen wir nicht. Die machen wir nicht. Die kann mir auch einen HP-Down verpassen. Noch ein Shot-Speed-Down. Ah, komm. Shot-Speed-Down. Für den Damage. So, was haben wir jetzt hier? Ist der jetzt mit... Mama mia, was ist passiert? What is happening? Was?
Okay. So viel zu meinem Satan-Deal dann, ne? Und so viel zu dem Rest der Ebene. Was ist denn mit diesen Error-Räumen los? Das ist das zweite Mal, dass mich ein Crawlspace in den Error-Raum führt. Was ist denn falsch bei euch? Holy moly! Zum Glück habe ich die Sun nicht oben liegen lassen. Das hätte mich jetzt böse angekotzt. Das hätte mich jetzt richtig böse angekotzt, wenn ich die Sun hätte liegen lassen, ey. Oh! Junge! Ja, wahrscheinlich! Haben wir gerade den Super-Spezialgeheimraum mit einem einzigen Versuch gefunden? Haben wir gerade den Super-Spezialraum mit einem einzigen Versuch gefunden? Wollt ihr mich foppen? Okay, egal was noch passiert, aber das ist für einen Part 100 in Ordnung, diesen Raum zu finden, würde ich sagen. Was? Bringt es jetzt irgendwas, das hier aufzusperren eigentlich? Was ist... Nee, ne? Ist einfach Deko, oder? Kann ich... Also... Ja, okay. Nee, lassen wir. Lassen wir. LOL. Ja, dann kann ich den Schlüssel gleich wieder ablegen. Das war jetzt ja interessant. Das war jetzt ja richtig interessant. Oha. Oha, wir kriegen noch mehr Zeug. Wir kriegen noch mehr coolen Stuff. Oh, shit. Okay, aber nur, wenn wir mehr Schlüssel bekommen. Okay, da haben wir schon mal einen. Ja, lol, aber was war... Also das mit dem Errorraum gerade wieder. Ich komme auf sowas überhaupt nicht klar, ne? Bei Lil Delirium muss ich übrigens böse aufpassen. Ach, scheiße. Ich hab's vergessen. Muss ich böse aufpassen, dass der mir nicht zu der Bombe wird, die mich selber sprengen kann. Das kann nämlich auch passieren. Mach dich bloß weg, mein Freund. Mach dich bloß weg. Jo, wie groß ist diese Ebene, bitte? Aber kämpf, also, ne, tiertechnisch, damage-technisch gefällt mir das hier alles gerade sehr, sehr gut. Muss ich zugeben. Bin hier gerade mehr als zufrieden. Ach du Scheiße. Der Raum hat mir jetzt weniger gut gefallen, aber ist okay. Oh, hallol. Nee. Nee, da gehen wir gar nicht erst rein. Habe ich Angst, dass ich da auf irgendwas drauflaufe, wo ich nicht drauflaufen will. Okay, jetzt wird's interessant. Nein. Nein, einfach nein. Ah ja. Wollen wir erstmal Herz machen und dann das Geld einsammeln? Ich würde sagen, ja, ne? Ich würde sagen, ja, wir verprügeln jetzt erstmal Mom. Hoffen auf schön viel Engelraum-Gedeal-Zeug. Ach so, Moment, ja, aber wenn das Satan-Deal kommt, will ich das Geld ja schon dabei haben. Aber so viel Geld liegt jetzt ja auch nicht rum, das passt schon. Das passt schon. Okay. Ich frage mich jetzt nur, ich würde dann schon für Dings, für
die weiterführende Reise durch die Kathedrale würde ich schon wieder den Red Key mitnehmen, ehrlich gesagt. Um nochmal den super Geheimraum zu finden, einfach. So, weil ich's kann. Weil ich's kann. Okay, gucken wir mal, was passiert. Ich hab das Sun. Ich werde das Sun nutzen. Müssen. Wahrscheinlich. Scheiße! Da wollte ich nicht reinlaufen. Ich schwöre. Ja, da geht schon los. Ja. Dumm, dass ich Sun einsetzen musste. Hätte es nicht gebraucht. So, was ist jetzt das? Was ist jetzt das? Devil. Auch so ein Item, was man schon zigtausendmal gesehen hat. Betrayal. Every time Isaac takes damage, a charm effect is applied to every enemy in the room. Ja, gut, kann ich mitnehmen. Ist jetzt nichts Geniales, aber ich meine, kostet halt einfach nur Geld, so, warum nicht? So. Okay, jetzt restliches Geld holen und mit dem Dealer spielen. Und ich, oh, ich würde, oh Mann. Dass ich das Sun jetzt verloren habe, ist ärgerlich. Vor allem, weil ich einfach in dieses scheiß Auge reingerannt bin. Das war böse unnötig. Das war wirklich böse, böse unnötig. Sehe ich ein. Das war richtig shit. Wir gehen jetzt hier auch nicht durch Räume, in denen wir noch nicht waren. Wir gehen jetzt hier nicht durch Räume, in denen wir noch nicht waren. So, du kommst mit. Wo war denn der jetzt überhaupt, der Dude? Ach, hier nebenan, ne? Ja, genau, hier. Okay, wir spielen auf wieder 4 Schlüssel. Tier ist ab. Ja, und mehr fliegen, lul. Ach so. Ja, ist okay. Ich behalte aber mein Feuer. Lockpick ist cool, ich behalte aber mein Feuer. Ist das Ding jetzt hier offen eigentlich? Nein. Dann weiter. Ah, ich bräuchte... Ach Mann, ich will wieder was haben, was mich heilt. Scheiß Drake. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Mit Glück finde ich eine Bad Trip-Pille. Die würde ja zu Full Heal werden bei einem Herzen, ne? Sehe ich schon richtig. Ich hoffe, dass die das hier auch machen mit False PhD. Ich hoffe, dass sie... Ich meine, wir können ja mal rein... Nein, wir gucken nicht rein. Ich laufe versehentlich auf den Teppich drauf und dann ärgere ich mich. Machen wir jetzt nicht. Okay, drückt mir die Daumen, dass die nächste Ebene gut läuft. So weit waren wir noch nie mit Keeper. So weit waren wir noch nie. Soll ich die anderen Räume noch abgucken? Nein. Ist mir echt zu riskant. Ist mir echt zu riskant gerade. Okay. So, da liegt schon mal eine Münze. Das ist schon mal gut. So. Das ist auch schon mal okay. Oh Gott, die Dinger sind jetzt hier auch? Das ist alles andere als okay. Puh. Puh. Junge, Junge, Junge. Ich gehe jetzt einfach mal Richtung Geheimraum, weil ich denke, dass da der Boss in der Nähe ist. Ich hoffe es mal. Ich hoffe es mal. Und wir können jetzt eigentlich schon... Ja, jetzt können wir schon wieder loslegen, ne? Jetzt können wir schon wieder loslegen.
Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Zweimal. Zweimal am Stück. Zweimal am Stück. Leider kein brauchbares Item für meine Situation. Weil wir den Key jetzt nicht noch mehr brauchen, aber... Vielleicht kriegen wir noch ein besseres Item, was Spacebar technisch. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Man weiß es nicht. Vielleicht kommt ja noch was. Die Münzen hier nehme ich jetzt gleich mal mit. Ey, aber es ist unglaublich, dass wir den zweimal gefunden haben. Das ist unfassbar. Okay. Coole Geschichte. Das Ding ist halt, man kann mit ihm auch zum Beispiel in Engelräume reinkommen und so. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit dafür ist, glaube ich, recht gering. Meistens sind es normale Räume. Aber so gesehen, wenn wir jetzt schnellere Aufladungen bei dem... Ne, eigentlich werden wir nicht schnellere Aufladungen bekommen, weil ich will mich nicht treffen lassen. Cool. Shit! Okay, vorsichtig, ganz vorsichtig jetzt. Nicht irgendwo reinlaufen. Das ist der letzte. Dann gleich die Münze holen. Gleich die Münze holen. Okay. Puh. Schnell Münze holen. Entschuldigung. Für Rumgeschlucke hier. Oh, ich habe da eine Idee. Funktioniert das? Das müsste funktionieren, oder? In den Curse Room komme ich doch jetzt auch so rein, oder? Ah nee, der ist ja auch zu. Entschuldigung. Ist jetzt einfach leer, der Raum? Auch interessant. Aber ja, der ist auch... Also ich komme... Anders nicht in den Curse Room rein, ist in Ordnung. Ach, hier wäre ein blaues Herz gewesen. Okay, ich verstehe. So war das gedacht. So war die Konstruktion des Raumes gedacht. Hab's verstanden. So, was haben wir hier? Okay. Leider nichts Brauchbares mehr. Aber ich würde danach da oder nach da unten mal nochmal... Ah, da unten ist nochmal ein Geheim... Oh, wie weit geht denn das hier runter? Oha. Oh, der ist offen. Nee, nichts für mich. Vorsichtig. Wie viele Münzen haben wir jetzt? Eine Münze liegt im Moment noch rum. Na, also wenn ich getroffen werde, kann ich mich einmal heilen. Ich hätte die Münzen nicht einsammeln sollen. Ich hätte warten sollen. War schon wieder dumm, was ich gemacht habe. Oha. Bücherei. Bücherei. Ihr wisst alle, was ich denke. Haben wir es jetzt? Okay, da liegt eine Münze. Sehr geil. Ja, Bücherei in Kombination nämlich mit Ding. Ja! Ja gut, das kann ich einfach, ne? Das macht halt Dings. Das macht hier die Map auf. Aber haben wir eh. Und daher wurscht. Aber ja. Sowas von ja. Damage, mehr Damage bei Bossen. Das ist, was wir wollen. Und wenn ich getroffen werde, geht der Damage auch nochmal hoch. Das ist, was wir wollen. Leider waren es nur zwei Bücher, sonst hätte ich noch den Dingsbünd bekommen. Den Bücherwurm, weißt du schon. Ich habe aber natürlich auf das Book of Shadows gehofft, ne? Ist klar. Leider war es das nicht. Aber es ist in Ordnung. Okay, die kann ich einfach einsetzen. Komm, fliegen raus. Dann... Hier ist der Boss. Hier ist der letzte Itemraum. Geheimraum. Mit. Shit. Okay. Ich habe nichts zum Heilen. Das ist das, was mich frustriert. Ich überlege jetzt halt, ob ich noch rumgucken soll. Und hoffe auf eine Pille oder so. Eine Bad Trip Pille. Aber ich will eigentlich auch nichts mehr riskieren. Wird schon schief gehen, ha? Wird schon schief gehen.
Drei. Zwei Treffer habe ich. Mehr nicht. Ich habe zwei Treffer. Dann ist vorbei. Scheiße. Yes! Oh, wir sind so stark unterwegs. Holy moly. Wir haben den verfluchten Wooden Nickel dabei ab jetzt. Als Keeper. Das ist der Part 100, den ich wollte. Yes! Das ist der Part 100, den ich wollte. Alles andere ist jetzt Bonus. Alles andere ist jetzt Bonus. Mein Gott, ey. Jetzt haben wir auch noch Bücherwurm. Aber guckt euch das an. Jetzt in Kombination mit Texiro. Jetzt ergibt Texiro auch mehr Sinn, ne? Das sieht schon cool aus. Das sieht schon sehr cool aus. Okay, gucken wir mal, wohin uns die Reise noch führt. Wäre natürlich nice, auch noch Blue Baby mitzunehmen, wenn wir schon hier sind. Aber ist jetzt nichts, was ich noch erwarte oder so. Jo, aber wir säbeln hier böse durch die Gegend. Wir säbeln hier richtig böse durch die Gegend. Eine Münze wäre mir lieber gewesen. Ich brauche eine Münze, brauche ich im Moment. Ich bin nicht voll. Ich bin nicht voll unterwegs. Wobei ja. Aber der kann nichts. Der kann mir nichts. Wie er einfach aus dem Hintern rausschießt, ne? Das ist Brimstone in die falsche Richtung sozusagen. Das ist dieser Kackhaufen, den ich eingesammelt habe. Ist mir gar nicht aufgefallen. Er ist einfach Brimstone in die falsche Richtung. Das ist insane. Wieder keine Münze, das gibt's doch nicht. Ach, da drüben ist der andere Geheimraum. Da müssen wir in die andere Richtung wahrscheinlich gehen. Okay. Ich würde zwar gerne erst eine Münze noch bekommen, aber wir gehen trotzdem schon mal in Richtung, die andere Richtung. Was? Vorsichtig. Der eine könnte böse treffen. Okay. Ah, da ist meine Münze. Sehr schön. Perfekt. Puh. Okay, hier geht's dann zu dem Viech. Perfekt. Tschüss. Da ist der andere Geheimraum. Ja, warum nicht, ne? Da kommt ja noch eine Kiste, die wir brauchen. Ich meine, aber natürlich, klar, wenn jetzt öfters Kisten spawnen, kommen Items raus. Zum Beispiel das da. Trotzdem natürlich erstmal zum Boss gehen. Dann kann man immer noch gucken, ob man zum Beispiel sowas wie Dad's Key noch findet.
will jetzt hier nicht extra noch rumlaufen. Sobald ich beim Boss bin, werde ich Boss erstmal machen. Wow, das war knapp. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hier! Das ist auch cool. Yo. Das ist übertrieben cool gerade. Ah, hier geht's nicht mal weiter. Oha. Ja, in Ordnung. Dann geht's hier halt nicht weiter. Hätte ich ja nicht gedacht. Null. Am Ende ist der Weg, den wir am Anfang gegangen sind, der richtige. Das wäre auch lustig. Gehen wir erstmal hier lang. Ja, wahrscheinlich! Huch! Oha! Wahrscheinlich eben, wenn man mehrere Fliegen hat. Cool. Yo, das ist... Es wird immer mehr zu einem guten Part 100, aber erst in den letzten Minuten, ne? Also wirklich erst in den letzten Minuten. Ja, nee, wir lassen die Stats, wie sie sind. Alles cool. Aber es ist auch pures Glück, wie dieser Run sich jetzt entwickelt hat, ne? Dass ich jetzt den Guppy's Tail noch gefunden habe und lauter so Zeug, das ist ja alles nicht vorhersehbar. Okay, letzter Raum. Wenn hier kein Dad's Key kommt, dann können wir leider keinen Satan machen. Schade. Mega Satan hätte ich jetzt schon noch mitgenommen, so ist nicht. Ich sehe zwar nichts, aber die Psyfly wird schon abwehren. Psyfly regelt, ne? Ja, du regelst. Easy. Nice. Nächstes Unlock mit Keeper. Wie gesagt, den Satan-Dings kriege ich leider nicht. Oh, ich habe nicht mal das Ding eingesetzt, das Buch. Na, den Satan-Raum kriege ich leider nicht auf. Was soll's. Huh, nice. Das ist, was wir wollten. Ah, oh, jetzt können wir... Jetzt können wir guten Gewissens nächstes Mal endlich mit Keeper den Weg zu Beast antreten. Wobei es mir nicht um Beast geht, es geht mehr um den Unlock von Tainted Keeper. Danke fürs Zuschauen. So gefällt mir Part 100. Und tschüss.